Jumbo Jumbo, meine lieben Django Zulu Fans. Willkommen im PBM 102 mit Brave New World und ich spiele die Zulu. Und wir sind in Runde 50, der Jubiläumsrunde 50. Aber ich kann euch leider nicht sagen, dass ich sonderlich viel Neues zu berichten habe, außer dass ich mit dem Portugiesen momentan ein paar Gespräche führe. Und zwar, wie er mir denn partnerschaftlich so entgegenkommen kann. Und er hat mir sogar angeboten, das Salz zu geben, solange er keinen anderen Handelspartner hat, als Bezahlung quasi dafür, dass ich meine Religion bei ihm ausbreite. So, Religion dauert bei mir allerdings noch eine ganze Weile. Ich kriege zwar plus 4 und bald wieder plus 5 Religionspunkte, also Glaubenspunkte, aber das dauert dann trotzdem noch mindestens, ich schätze mal so 15 bis 20 Runden wird es noch dauern. Sagen wir mal eher 20 Runden, bis ich eine Religion habe. Ich hoffe, dann sind noch genügend Religionen da. Schauen wir gerade mal, Religionsübersicht. Bisher gibt es nur eine Religion von 6 möglichen. Na, das scheint doch wohl zu sein, dass ich eine Religion abbekomme. Aber was das dann sein wird, keine Ahnung. Gut, was machen wir denn jetzt mit unseren Zügen? Ja, mit unseren Zügen. Wir machen jetzt zunächst erstmal, dass wir, erstmal machen wir unsere Bautrupps. Und dieser Bautrupp hat jetzt den Bauernhof fertiggestellt. Möge er jetzt den nächste Runde dann rüberziehen, um dann hier Eisen und Eisen anzuschließen. Der andere Bautrupp darf weiterhin immer noch das Weideland machen. Das ist noch nicht ganz fertig. Ja, das ist noch nicht fertig. So, was machen wir hier jetzt? Wir spionieren ein bisschen mit unserem Bogenschützen und zwar weiter im Norden. Gucken wir doch einfach mal, was da so weiter ist. Den wir mal hier rüber ziehen und wir sehen, da ist ein Berg. Da hinten geht es scheinbar nicht so richtig weiter. Zumindest ist da der Berg. So, und was machen wir hier? Wir setzen unseren Krieger auf die Position hier und hier und gucken einfach mal, was da drin ist. Nee, da ist nichts drin. Und mit unserem Bogenschützen ziehen wir so mitten hier in die Mitte, um zu sehen, was sonst noch hier so rum ist. Ja, da ist offensichtlich nichts. Ah ja, auf diesem Feld, wie man hier unschwer erkennen kann, scheint er jetzt einen Bautrupp zu haben. Ja, gucken wir mal, haben wir. Da ist noch ein anderer Bautrupp. Ja, da ist offensichtlich nur der einzige Bautrupp. So. Ja, und dementsprechend ist die Runde eigentlich schon wieder um. Und es ist ganz schön spät. Ich sollte mich langsam ins Bett begeben, denn morgen ist der große Tag mit dem großen Live-Multiplayer-Spiel. Ich hatte ja den Teaser reingestellt. Und ich hoffe doch, dass meine Fans auch alle pünktlich 15 Uhr erscheinen oder zumindest zwischen 15 und 22 Uhr mal vorbeischauen, denn es gibt wohl auch noch was zu gewinnen. So, last but not least, wir gucken auf die Demografie und wir sind mit 24 Produktion, sind wir Dritter immer noch. 33 ist jemand Unbekanntes. Dazwischen irgendwo auf zweiter Stelle muss der Portugiese liegen, zumindest nach dem, was ich ausgerechnet habe. Der liegt also produktionsmäßig schon ganz gut. Er hat halt 4 Städte, genauso wie ich. Und er hat halt 4 Städte, nochmal 4 Produktionen, wahrscheinlich mehr. Und wachsen tut er scheinbar auch besser. Zumindest hat er nur noch eine Zufriedenheit. Viel weiter wachsen kann er nicht. Zumal ich sehe, er schließt das Salz hier an. Dementsprechend scheint er wohl auch keine andere Luxusressource mehr zu haben. Ja, so ist das halt. Okay. Das wäre das. Noch ein Blick in die Kulturübersicht. Die Kulturübersicht verrät uns nämlich einiges. Ich habe ein bisschen durchgerechnet. 312 Kultur. Für 312 Kultur. Ja, und er hat in den letzten Runden 14 dazu bekommen und davor hat er in den Runden 11 bekommen. Was lässt uns das vermuten, nachdem er nur Unabhängigkeit 3 hat? 4 Städte, 4 mal 2 sind 8 plus 4 sind 12 plus die Hauptstadt sind 13. Also es ist kein Monument, sondern,
Offensichtlich ist das Monument noch nicht fertig in der einen Stadt und er hat sich offensichtlich Traditionsopener genommen, um dann sich wahrscheinlich vorzubehalten, was er als nächstes nimmt mit dem nach dem Traditionsopener. Okay, das ist das. Und ja, damit sind wir am Ende der Runde und wir freuen uns auf Runde 51. Bis zum nächsten Mal. Jumbo, Jumbo!